Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück. Wie versprochen machen wir direkt weiter hier. Ich habe noch nichts weiter gedrückt. Mein Name ist Marok Smile und wir kommen zum Gameplay im Survival im Mars. Und jetzt hat er uns erstmal hier aufgefordert, auftanken der Rakete. Okay. Eine stabile Versorgungskette zwischen der Erde und dem Mars ist unerlässlich, vor allem während der frühen Phase der Kolonialisierung. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für einen Flug zum Mars und muss vor Ort aufgetankt werden, um wieder zur Erde zurückzukönnen. Treibstoff wird in Treibstoffraffinerien produziert. Außerdem brauchst du Wasser, um mit der Produktion beginnen zu können. Bau einen Feuchtigkeitsvaporator. Das sind immer so Fachbegriffe. Und danach eine Treibstoffraffinerie. Okay, also. Aber ich war ja noch hier am Gucken. Einen Moment. Generator ist geschlossen. Ist geschützt. Erzeugt jedoch weniger Strom. Wie öffnet man ihn? Ausschalten. Hier ist aber auch ausschlachten. Ach, das war ausschlachten. Entschuldigung, ich habe falsch gelesen. Priorität ändern. Öffnen. Wenn wir den jetzt öffnen. Wow, sieht das genial aus. Ey. Jetzt haben wir eine Stromerzeugung von 20. Siehst du, wenn wir den schließen, haben wir 10. Just one second. Ah, okay. Sehr, sehr, sehr nice. Sehr nice. Gut, gut gelöst, ehrlich. Muss ich sagen. Gefällt mir. Vor allem immer diese ganzen Schnicksnacks, ne? So, wenn du sowas aufmachst und was bewegt sich. Das müssten die Entwickler mehr bei so Strategiespielen, finde ich, einbringen, ne? So, okay, erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Die Produktion wird in der Nähe von anderen Vaporatoren verringert. Keine Produktion während der Staubstürmen. Okay, für Staubstürmen. Es gibt eine Staub... Ich hoffe, wir werden gewarnt, wenn verbrauchte Energie, wenn Staubstürme kommen. Hoffentlich werden wir gewarnt, ne? Okay, Wasserproduktion. Wasser. Sieht so aus, als würde man, als könnte man den Quasimodo, wir können ihn ja auch hier hin, ne? Wir können ihn auch hier vorne hin. Ja. So, dann lassen wir die erstmal jetzt mal hier bauen und gucken mal, baue eine Feuchtigkeitsvibrator oder verbinde sie anschließend beide mit dem bestehenden Stromnetz. Nach Stromerzeuger und Verbraucher übertragen Strom automatisch. Siehst du, haben wir doch. Hier ist das Kabel durchgelegt, hier beim Kabelkanal. Interessant. Okay. Jetzt müssen wir Produktion, Treibstoffraffinerie. Ah, okay. Verstehe ich noch nicht ganz, aber. So. Ich würde vorschlagen. Ach, wenn man die mittlere Maustaste übrigens drückt, kann man auch die Gebäude drehen, ne? So, okay, wir lassen mal ein bisschen Luft dazwischen. Und heften den mal hier an und gucken, ob das... So, wir haben jetzt zwei Lager. Einmal da ein und hier ein. Okay, es gibt noch Drohnen, die nicht so viel zu tun haben. Eine Ladestation hier und natürlich hier eine. Wir können auch, es gibt es hier keine Pinzette, eine Pike oder sowas, wenn man, ne, gibt es nicht. Wie war denn das nochmal hier? Genau, Aufladestation. Ich würde gerne noch eine Aufladestation hier dazwischen hängen. Genau. Warte. Ne, ich kann die leider nicht mehr entfernen. Don't have sufficient power for all the buildings in the colony.
Wir haben nicht genug Strom für alle Gebäude in der Kolonie. Glücklicherweise haben wir noch einen Stirling-Generator, den wir einsetzen können. Baue einen Stirling-Generator und verbinde ihn mit dem Stromnetz. Okay. Ein System von Pipes ist benutzt, um Ressourcen wie Wasser und Air, wo sie benötigt werden. Okay, über das Rohrsystem werden Wasser und Sauerstoff dorthin gebracht, wo sie benötigt werden. Der Feuchtigkeitsvaporator muss durch Rohre mit dem Treibstoff, Treibstoffraffinerie verbunden werden. Ziele: Verbinde den Feuchtigkeitsvaporator mit Hilfe von Rohren mit der Treibstoffraffinerie. Machen wir, ist doch kein Thema. So, dann gehen wir mal daher, guck mal. So. Verbinde die Feuchtigkeit. Im Gegensatz zu Kabeln müssen Rohre an einen speziellen Punkt angeschlossen werden, um mit den Gebäuden verbunden werden zu können. Halte nach dem Stellen im Boden neben den Feuchtigkeitsvaporator und den Treibstoffraffinerie Ausschau. Okay, wir gucken mal. Aha, da haben wir das Lebenserhaltung. Rohre. Oh, wir haben eigentlich genug Platz dazwischen gelassen. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir denn? Wollen wir direkt so? Nee. Geht das überhaupt so? Oh ja. Der kürzeste Weg, würde ich sagen, ne? Gut, wunderbar. Hier bauen wir unsere Pipelines. Da kommen sie schon. Guck hier, super. Wir haben noch einen weiteren Generator da, einen Stirling-Generator. Just one second, liebe Leute, da ist er doch. So. Der eine ist da drüben. Und den anderen würde ich gerne hier am Lagerplatz errichten. Aber da ist es schwachsinnig. Warum sollte man denn da... Man könnte ihn auch hier dazwischen stellen. Dann wäre er ja auch verbunden. Treibstoff. Die Treibstoffproduktion wurde aufgenommen. Die Drohnen werden die Rakete jetzt mit Treibstoff beliefern. Verwende Temposteuerung, um das Spiel und damit die Rakete zu beschleunigen. Effekt: Zu Demonstrationszwecken wird zur Betankung der Rakete in diesem Tutorial deutlich weniger Treibstoff benötigt. 5 als bei einem normalen Durchlauf. Okay. Wir sind immer noch im Tutorial, also können wir so bauen, wie wir gerade so lustig sind eigentlich. Ist ja vollkommen egal. Wir stellen ihn jetzt einfach mal hier hin. Und beschleunigen jetzt mal auf die Schnellstufe, dass die Rakete mal... Wunderbar. Aber er ist noch nicht angeschlossen, oder? Ist er angeschlossen? Doch. Wir können ihn sogar öffnen. Dann haben wir noch mehr Strom. 21 Strom. Super. Da wird nämlich hier die Wassererzeugung, Gesamtbedarf gespeicherte. Und da wird der Treibstoff natürlich hergestellt. Na. Ach, das ist hier das Lager vom, das Treibstofflager. Ah, da seht ihr das, ne? Sehr interessant, interessant. So. Die Verbindung, deswegen waren die Lager eigentlich hier hinten. Zu der Zeit waren die gut. Aber mittlerweile könnte man die auch abreißen, weil das Beton wird ja nur noch hier gelagert, ne? In Mengen. Da haben wir das Gestein. Steht uns nicht im Weg. Hätte man auch hier bis besser in der Mitte hinbauen können und dann wäre das aus dem Weg gewesen. Aber gut, ey. Alles prima. Treibstoff, Betriebsbereich, Drohnen, Status Tank, 5 von 5. Also ist der Tank eigentlich jetzt voll. Wähle die Rakete aus und drücke auf Start. Ah, dann wollen wir mal starten. So, die Rakete wird jetzt starten. Geht wieder zurück zur Erde. Wir können hier überall hin. Schaut mal her, liebe Leute. Bebauungsbares Gebiet. Mission abgeschlossen. Glückwunsch. Du hast die nächste Tutorial spielen. Rover Erkundung und Erforschung. Genau. Jetzt sind wir im zweiten Tutorial.
In this training exercise, you will get acquainted with one of your most valuable tools. Rovers. Den Rover. Okay, Rover sind Fahrzeuge mit einer Vielzahl an nützlichen Funktionen, mit denen mit ihnen können Ressourcen transportiert, Drohnen befehligt und Anomalien analysiert werden. Du kannst die direkte Kontrolle über die Rover in der Kolonie. Du hast die direkte Kontrolle. Okay, wir haben die direkt. Wähle einen ferngesteuerten Transporter aus und bewege ihn zum festgelegten Bereich. Okay, da ist einer. Warte mal. Now let's try moving around. Rover-Grundlagen. Versuche jetzt, ihn zu bewegen. Bewege das Fahrzeug, mit einem Pfeil markiert ist. Sobald du den Fernseher, kannst du ihn mit einer Schaltfläche bewegen. Integrieren auf der Infoladung. Okay. Ah, okay. Wir bewegen ihn mal darüber. Ein ferngesteuert. Let's use it to refuel the nearby rocket. Oh, der kann aber ganz schön viel aufladen, ne? So wie ich es jetzt auf dem Bild sehe. Ein ferngesteuertes Fahrzeug, das Ressourcentransport ist, es kann für permanente Versorgungsrouten eingesetzt werden. Okay, das ist gut. Um Ressourcen von Oberflächevorkommen zu sammeln. Ferngesteuerte Fahrzeuge. Der ferngesteuerte Transporter kann Ressourcen auf der gesamten Karte aufladen und transportieren. Also wenn man zum Beispiel weite Wege hat und dann könnte man ihn, der muss ja aber auch eine Ladestation irgendwie oder sowas, ne? Für größere Mengen einsetzen, ne? Ja, transportieren. Setzen wir ihn ein, um die nahegelegene Rakete zu betanken. Verwenden wir den ferngesteuerten Transporter, um Treibstoff vom Treibstofflager in der Basis aufzuladen. Lade ihn anschließend in der Nähe der Rakete ab, sodass die Drohnen die Rakete damit beladen können. Drohnen können Ressourcen direkt aus einem ferngesteuerten Transporter übernehmen. Die Ressourcen abzuladen ist jedoch schneller und der ferngesteuerte Transporter kann sich auch wieder da anderen Aufgaben widmen. Belade den ferngesteuerten Transporter mit Treibstoff und lade ihn in der Nähe der Rakete ab. Okay, jetzt fährt er einfach los oder was? So, nee. Okay. Treibstoff. Okay, der umgeht auch die stehenden Drohnen. Er befährt sie nicht einfach. Gut gelöst. So. Wie ladet er denn jetzt auf? Okay, wähle den ferngesteuerten Transporter aus und bewege ihn mit auf das Treibstoffdepot. Wenn das Treibstoffsymbol erscheint, klicke auf mit der linken Maustaste drauf und um den gesamten verfügbaren Platz mit ferngesteuerten Transportern mit Treibstoff zu füllen. Hä? Ah, da wird er aufgefüllt. Okay. Belade die ferngesteuerten Transporter mit 30 Treibstoffen. Now order the RC Transport to unload the fuel next to the rocket. Hier. Ressourcen entladen. Entladen da. Okay. Wo ist er? Da ist er doch. Das ist jetzt mal interessant, ne? Oh, das habe ich jetzt. Das ist echt ein tolles Gameplay. Macht Spaß. Mal was anderes als Anno. Also futuristisches. Das, was der Anno auch mal probiert hat in Anno 2070, fand ich persönlich ehrlich nicht so besonders. Aber das ist nicht schlecht. Okay, jetzt tut er ausladen. Aha, er stellt so eine kleine Plattform bereit. So, jetzt wird das schön schnell ausgeladen. Wir haben extra ein bisschen Gas gegeben, um das dann schneller auszuladen. Warte, bis der Drohne den Treibstoff gebracht haben. Wähle anschließend die Rakete aus und starte sie.
Was haben die eigentlich hier hingebaut? War das ein Treibstofflager? Einfach so interesseshalber, warum sind die so weit auseinander? Ja? Ach, das ist eine Explosionsgefahr oder? Ach, guck, hier hat er schon einen Teil des Bodens abgetragen. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber gut. Manchmal versteht man nicht alles hier. Unterirdisches Edelmetallvorkommen. Okay. Also Vorkommen sind dann da immer so ein bisschen markiert. Warte bis, ja. Und jetzt? Jetzt können wir die Rakete starten. Sehr gut. Verwaiste Drohnen. Oh. Some drones are left without a controller after the rocket launch. Wenn die Drohnen ihren Controller verlieren, suchen sie in der Nähe automatisch nach einem neuen. Sollte kein, warte mal, wo waren wir stehen geblieben? Da. Sollte ich keine in unmittelbarer Reichweite befinden, musst du sie manuell an einem neuen Controller zuweisen. Mit dem Befehl neu zuweisen kannst du außerdem Drohnen unter besetzten Controllern mit hoher Drohnenauslastung zuweisen. Weise die Drohnen dem nahegelegenen Drohnenhub aus. Zu. Entschuldigung. So. Wir wählen die alle mal aus. Und gehen mal erneut zuweisen. Und dann sind sie jetzt denen zugewiesen. So. Is able to gather resources directly from surface deposits without the help of drones. Der ferngesteuerte Transporter kann Ressourcen direkt von Oberflächenvorkommen sammeln. Er ist dabei nicht auf die Hilfe von Drohnen angewiesen. Schicke den ferngesteuerten Transporter zum Vorkommen, das mit einem Pfeil markiert ist, um dort Metalle zu sammeln. Sammle 5 Metalle mit dem ferngesteuerten Transporter. Okay. Dann komm mal hier rüber. Mal gucken. Wir geben mal ein bisschen Gas. Ist er gerade so eine Staubphase oder warum ist er jetzt so staubig geworden? Ah, sehr gut. Let's set up a small expand, some distance away from the main base. Führen wir eine Entfernung, wir in einiger Entfernung von der Hauptbasis eine kleine Erweiterung durch. Wir brauchen Ressourcen für die neue Basis. Der ferngesteuerte Transporter kann große Mengen an Ressourcen transportieren, indem er die Route mithilfe des Befehls Transportroute erstellen mehrfach abarbeitet. Erstelle eine Transportroute zwischen den Universallager in der Basis und der markierten Position oberhalb der Hauptbasis. So, dann wollen wir mal einmal hier rüber. Da, wo ist denn diese Markierung? Also einmal. Alles, einfach alles auswählen und dann. Ach so, hier. Nice work. Okay. Gute Arbeit. Beobachte jetzt, wie der ferngesteuerte Transporter seine erste Fahrt entlang. Okay, wir können Bewegung integrieren. Wo ist denn er denn? Da. Nein! Da beobachte jetzt wieder seine erste Fahrt entlang der Route und wenn er. Commander. Ah, okay. Der ferngesteuerte Commander ist ein mobiler Drohnenkommander, der mit seinen eigenen Drohnen ausgestattet ist. Mit seiner Hilfe kannst du Ressourcen von Oberflächenvorkommen sammeln, Gebäude bauen und sie erwarten.
Und sie erwarten, ich meine, sie warten. Wenn der ferngesteuerte Commander große Distanzen zurücklegen muss, ruft er zuerst seine Drohnen zurück, bevor er zu seinem Ziel aufbricht. Bewege den ferngesteuerten Commander zur Erweiterung. Okay. Einen Moment. Wähle den ferngesteuerten Commander aus und bewege ihn für erweiterten Bereich. Habe ich doch hier. Okay. Ah. Wir müssen eine neue Sensorturm bauen, um die Umgebung scannen zu können. Verwende die Ressourcen, die die ferngesteuerte Transporter geliefert hat. Ach, das ist ein Transporter und das ist ein Commander. Hat... um einen neuen Sensorturm zu bauen und mit Strom zu versorgen. Mit ihm können wir das umliegende Gebiet nach Ressourcen und Anomalien abscannen. Baue einen Sensorturm und einen Stirling-Generator um. Aha. Also du brauchst, wir könnten natürlich ein Kabel hinlegen, aber ein Kabel wäre ja... Der hat vier Drohnen insgesamt. Okay. Ein Sensorturm. Da haben wir schon eine Vorgabe. Ah, da kommen schon die Drohnen. Und wo tun sie sich aufladen? Im Bereich Status. Der hat überhaupt keine Dings anstehend. Wo ist denn seine Batterie? Das habe ich jetzt nicht bei dem verstanden. Oder wird er denn... Baum, okay, der Sensor ist gebaut. Jetzt müssen wir noch Stromversorgung sicherstellen. Da ist Stirling-Generator. Komm mal hier rüber, der Stirling-Generator. Sehr gut. Da wird er gebaut. Okay, dann haben wir noch das Kabel, was wir legen müssen. Sehr gut. It's time to learn about scanning sectors and exploration. Oh, okay. Jetzt ist es an der Zeit, mehr über den Scannen von Sektoren und das Erkunden zu erfahren. Du kannst neue Sektoren scannen und mehr Ressourcen vorkommen und Anomalien zu entdecken. Das kannst du über die Kartenübersicht tun. Öffne den Kartenübersicht. So. Da ist sie da unten. Sectors of the map to discover new resources and anomalies. Du kannst Sektoren auf der Karte scannen, um neue Ressourcen und Anomalien zu entdecken. Es gibt zwei Möglichkeiten zu scannen. Du kannst Sektor zum Scan einreihen. Dabei werden Sektoren nach und nach gescannt. Sensortürme beschleunigen den Scan-Vorgang in ihrer unmittelbaren Umgebung. Alternativ kannst du Sonden einsetzen, die du kaufen und mit Hilfe von Nachschubraketen von der Erde hierher bringen kannst. Verwende eine Sonde, um einen Sektor zu erkunden. Okay, da ist eine Sonde. Scannt sofort einen Sektor nach Vorkommen Anomalien. Okay. Du kannst Sektoren zum Scannen auch in eine Warteschlange einreichen. Okay. Klicke mit Dingen in den Sektor und eine Warteschlange hinzugefügt. Du kannst bis zu 10 Sektoren zum... Okay. 10. Dann haben wir hier noch eins. Das ist Nummer 2. 3, 4, 5, 6, 7. Well done. Now it's time to use our fully operational RC Explorer to analyze the anomaly. Okay. Gut gemacht. Wähle den ferngesteuerten Erkunder aus und befiehl ihn mit Hilfe der Aktion Bewegen Integration die Anomalie zu analysieren. Dieser Vorgang wird eine Weile dauern, also solltest du das
Tempo auf die maximale Stufe erhöhen. Da ist eine Anomalie gefunden. Warte mal. Jetzt habe ich einfach reingescannt. Aber wir können auch dahin. Ist ja kein Problem. Da vorne ist sie doch. Oder wir heben noch mal ein bisschen hoch. Warte mal, wir gehen noch mal ein bisschen hoch. Die Maus hier. So, in den Sektor bitte rein. Good job. Und jetzt auf volle Pulle. Wo ist denn der denn? Da kommt er schon. Sehr gut. Jetzt kennt er das Gebiet. Okay. Sektor 4 scannt keine Ressourcen. Aha. Okay. Ah, da sehen wir, dass wir die einzelnen. The anomaly has yielded interesting insights into new technologies. Die Erforschung von Forschung neuer Technologien schaltet neue Optionen für die Kolonie frei. Dazu gehören neue Gebäude, Koppeln und Upgrades. Anomalien gewähren häufige Forschungsboni wie die Freischaltung neuer Technologien zur Erforschung und für Forschungspunkte. Okay. This is da the research ist screen. From here you can choose and queue text for research. Es gibt 5 Forschungsbereiche für grundlegende Technologien und einen speziellen für bahnbrechende Technologien. Wenn du eine Technologie von einem grundlegenden Bereich erforscht, schaltest du damit eine neue Technologie in diesem Bereich frei. Bahnbrechende Technologien sind einzigartig und werden durch Anomalien freigeschaltet. Ziel, reihe mindestens eine Technologie zur Forschung ein. So, was haben wir denn da überhaupt? Biotech, Ingenieurswesen, Robotik, Physik und Sozial. Und hier ist Durchbruch. Ah, okay. Wir gehen mal hier bei der Robotik. Und one other thing. Jede Technologie kostet eine bestimmte Menge an Forschungspunkten, die auf verschiedenen Arten generiert werden. Zuerst erhältst du ein paar Forschungspunkte von einem Sponsor. Sobald die ersten Kolonisten eintreffen, kannst du Forschungslabore bauen, die Forschungspunkte schneller generieren. Auf der rechten Seite der Forschungsanzeige, wo ist sie denn? Forschungsanzeige, da oben, ja, sehe ich sie gerade. Siehst du eine Aufstellung der pro Sol generierten Forschungspunkte? Schließe die Forschungsanzeige, um das Tutorial abschließen. Ach, hier haben wir auch was zu forschen. Im Moment der Fortschritt. Was haben wir denn da überhaupt ausgegeben? Generiere pro Sol für den mehrere Fahrzeuge sorgen für Verluste durch Zusammenarbeit. Okay, wir schließen das erstmal jetzt. You know how to handle rovers. Gute Arbeit. In diesem Tutorial hast du gelernt, wie man die verschiedenen Rover-Fahrzeuge steuert, die dir zur Verfügung stehen. Außerdem weißt du jetzt auch, wie man Sektoren scannt und neue Technologien erforscht. Nächste Tutorial-Spiel, Stromwasserwartung. Und das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.